Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich bin bei RS Reisemobile und diese Marke kennt ihr. Da möchte ich natürlich nicht versäumen zu begrüßen einen, den ihr jetzt schon mittlerweile gut kennt. Hallo, grüß dich Camper Roland. Grüß dich Camper Tobi. Hallo. Wir sind hier am Samstag am späten Nachmittag Richtung Messeende unterwegs und ich habe ja immer ein paar Zuschauerwünsche und immer mehr Pilot bitte. Und Le Voyageur steht einer neben mir, den seht ihr jetzt noch nicht, den verheimliche ich euch, weil den kriegt ihr am Sonntagabend noch zu sehen. Gerne. Schöner, großer Liner mit einem, was haben wir da in der Heckgarage? Einen Seat, diesen Fall. Wobei der funktioniert nicht, der ist nur da in Ermangelung eines Smart, da passt eigentlich nur ein Smart rein. Okay. Ich wollte den meiner Frau mitbringen, der ist orange, der würde farblich gut machen. Deswegen habt ihr noch kurz ausgetauscht, denn der Smart steht schon zu Hause vor der Tür. Nee, den braucht sie. Lieber Roland, vielen Dank, dass du Zeit hast für mich. Kein Problem. Wie gesagt, RS Reisemobile, ihr macht jetzt demnächst eine Hausmesse, ist das richtig? Ja, wir machen eine Hausmesse, Frühlingsfest auf der Kölner Straße. Kölner Straße in Mülheim an der Mülheim. Das ist ja berühmt. Ja, die meisten kennen das, Insider sowieso. Also, ja. Ich denke auch. Da findet man hin. Ihr seht das auch unten in den Videobeschreibungen oder in der Videobeschreibung nochmal einen Querlink auf die Homepage und alle Infos natürlich dann auch direkt bei RS Reisemobile. Jetzt gehe ich aber nochmal hier zurück, bevor wir loslegen oder du loslegst. Ihr habt ja eine riesen Palette der Kollektion 2020. Das ist ja wirklich mal ordentlich. Ihr bietet wirklich für jeden etwas hier. Genau. Das heißt, wir haben natürlich, wie bei Pilot, immer die verschiedenen Ausstattungsvarianten. Ja. Also aufblähbar, wenn ich mal diesen Ausdruck benutzen darf, ist das jederzeit mit Packlösen, mit Solaranlage und wie auch immer. Ne? In verschiedenen Variationen. Also individualisiert, wie es der Kunde möchte. Genau, man kann da also schon sehr gut etwas kriegen, was einem gefällt. Wir reden jetzt aber über den P600. Ja. Von vielen gerne gewünscht, weil kompakt, alltagstauglich, aber dennoch richtig. Ein Wohnmobil. Wir genau. haben jetzt allerdings ja eben halt die Breite von 2,30 Meter. Ja. Aber insofern ist das im Prinzip kein so richtig. Großes Problem. Wobei ich den Leuten sage ich immer wieder, wenn die irgendwo parken, auch in Stadt und Stadtfahrten machen, dann sollen die beim Lidl oder beim Aldi auf dem Parkplatz einfach natürlich. Mal fahren und sagen, kaufen ein, bleiben stehen und sagen, wir schauen uns noch ein bisschen um, ist das in Ordnung und dann funktioniert. Genau, und wenn es mal wirklich eng wird und ihr wollt nicht, dass euch der Nachbar die Tür ins Auto rempelt, dann fahrt ihr halt mal 50 Meter weiter und dann geht man ein Stück zu Fuß. Es ist ja easy. Ich filme, bevor wir reingehen. Das ist für mich auch der Spicker, wenn ich nachher das Video hochfahre, dass ich ja nichts Falsches schreibe. Das möchte ich auf keinen Fall. Hier seht ihr es, ich halte ein bisschen ruhig und gemütlich drauf. Dann könnt ihr euch die Ausstattung von dem hier ausgestellten Fahrzeug nochmal in Ruhe reinziehen. Wobei wir hier auch eine besondere Preisvariante haben. Auch schon ein bisschen als Anreiz subventioniert, wenn man so will, einige Pakete verarbeitet. Ja. Also das Fahrzeug ist hier mit 140 PS schon auch, wenn man so will, ein guter Renner. Ne? Ja, mit Sicherheit. Und da ist auch schon gut was verbaut. Man sieht die Markise, also ihr seht sie nicht, aber jetzt seht ihr sie, da ist sie schon drauf. Und dann gehen wir auch nochmal, bevor wir reingehen, aufs Heck. Französisches Bett steht schon hinten drauf, das werden wir gleich sehen. Für mich immer ein Favorite, gerade bei den kleineren Autos, kürzeren Autos, weil das Raumgefühl unglaublich groß ist. Ja, vor allem was gut ist, wir haben ja hier an der Stelle hinten auch die Schublade, die man bei dem Fahrzeug nicht sehen kann. Da haben wir schon verschlossen. Ja, da gehen wir doch ruhig zu dem anderen. Das ist die Außenschublade, bis 70 Kilo belastet, lastbar. Da kommen die Auffahrkeile rein. Kabeltrommel, Adapter. Da kommt alles rein, was also auch verschmutzt ist. Wenn ich vom Wandern komme, kann ich da Schuhe reintun. Kannst du rauswaschen, läuft Wasser unten raus? Läuft Wasser rein, schön, kann ja, aber ist auch wichtig. Einen kleinen Hund drin baden oder ja. Auf der Rückfahrt die Weinflaschen unten schwerpunktmäßig reinlegen und dann sagen, jetzt geht's wieder nach Hause mit dem, was uns dann an den Urlaub erinnert. Weil du natürlich auch gerade sagst, schwerpunktmäßig, wir sehen es auch bei dem, mit 6 Meter hast du natürlich auch eine ordentliche Zuladung. Ja. Das ist der große Vorteil. Ich filme auch noch mal kurz über euer Logo. Dann habe ich das nämlich auch wieder im Video, kann jeder auf Standbild schalten. Und dann gehen wir mal rein. Toilette natürlich beim französischen Bett hinten rechts zu entnehmen, was ganz praktisch ist. Absorber sehe ich innen. Ja, interessanterweise, im Pilot findet man, das machen nicht alle
Lieferanten, dass die also schon die Winterabdeckung standardmäßig mitliefern. Ja, stimmt. Lönst du auch mal schnell einen Fuffi. Ja, das kann schnell passieren. Und weißt du, was ich ganz toll finde? Eine Kleinigkeit, und die Stammzuschauer werden das wissen, was ich ewige Zeiten ab dem ersten Video kritisiert habe. Warum bauen die Hersteller nicht mit Nachdenken 1,50 die Lampen nicht weg von der Tür, damit die Tiere nicht über der Tür anfliegen, sondern auch ein Vorzeltlicht oder ein Außenlicht kann man hier positionieren. Und damit hast du eigentlich die abgelenkt und du brauchst eigentlich selten noch dein Mückenschutzgitter. Aber sie sind weg, sie sind wie natürliches Autan. Ja. Aber wir haben leider zu wenig Insekten. Ja, mittlerweile. Also es kommt das Bienchen- und Blümchen-Thema bei uns beiden. Ja. Also hier wäre jetzt der Sitzbereich. Wir haben eine L-Sitzgruppe, ne? Also für vier Personen in der Verteilung eigentlich ganz schön, dass man also auch sich um den Tisch platzieren kann. Ja, genau. Ne? Ausführungen hier zum Beispiel in Schwarz, wenn der Tisch mit einer sehr schönen Haptik in Schwarz ist, ist auch Küche und die Küchenrückwand. Auch mit dem Holz da unten, der Kontrast ist schön, macht es unglaublich hell. Ja, Country nennt sich diese Holzvariante, gibt es auch in Glänzen, dann ist hier noch so ein weißer Streifen. Also das Holz kommt eigentlich ganz gut an. Ja, also ich bin jetzt überrascht. Weil das letztendlich immer eine Frage des Geschmacks ist. Immer, immer. Aber da triffst du halt auch einen Geschmack, der relativ zeitlos ist jetzt. Ja. So ist das. Weit weg vom Barock, wie man früher gesagt hat. Der Gelsenkirchener Barock hieß doch das früher mal. Ja, wobei, ich sag mal, die Leute wollen heute das auch hell haben, wobei wir... Ich denke, es könnte sein, ab 21, also Baujahr 21, vielleicht auch mit der Polsterung auch noch mal ein paar mehr Varianten. Ja, natürlich, es tut sich immer was, aber es sind jetzt da eher die optischen Schritte, weil du kannst ja das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Aber auch hier, ich filme noch mal nach vorne und dann gleich wieder zum Roland. Natürlich auf dem 2020er Fiat mit 6D Temp aufgebaut für die Neueinsteiger hier. Dann gehen wir mal zurück, schön beleuchtet. Und noch mal eine zusätzliche Fläche. Ja, Küche ist ein bisschen erweitert mit der Arbeitsplatte, weil die doch sehr kompakt ist, dass man hier ein bisschen was vorbereitet kann. Genau. Hat dann sein Zweikochfeld. Ja. Wobei die meisten sagen, sie kommen mit zwei Kochfeldern aus. Ja, also das, was riecht oder was sehr viel Schwaden produziert, richtig, wird man ja eher dann auch nach unten machen. So ist es. 12 Volt Steckdose. Ja. Traditionell gibt es immer noch Bereiche, die mit der 12-Volt-Steckdose funktioniert, dann haben wir hier USB-Stecker. Die braucht man einfach auch für sein Handy aufzuladen. Wichtig. Und dann hier auch die Möglichkeit, 230 Volt zu haben. Das ist wirklich schön. Also diese Optik sieht aus wie Naturholz, liebe Leute. Das ist natürlich kein Naturholz, das würde gewichtstechnisch nicht mehr klappen, aber es ist richtig gut gelungen von der Haptik her auch. Du hast den Eindruck, selbst wenn du drüber fährst, dass es echt ist. Schön. Schöne Maserung drin. Ja, dann natürlich das Raumgefühl, zu dem ich nochmal dazu komme oder zurückkomme, so ein 6 Meter französisches Bett, so der Grundriss, das gibt Platz, Raumgefühl wie ein 7 Meter Auto im Grunde. 1,38 mal 2 Meter, 2,04 Meter glaube ich sogar, ja. Ist schon eine relativ große Größe. Ja. Hier auch unverzichtbar der Schrank. Ja. Ja. Das hat man früher in 6 Meter Autos gar nicht mehr untergebracht. Jetzt dann hier unten nochmal zwei Schubladen. Sehr schön, ja. Das sind was ich zum Beispiel bei diesem Fahrzeug einfach toll finde, ist, wir haben hier ein großes Bad. Oh ja. Bei der Raumhöhe von, also der Gesamthöhe von 2,75 habe ich hier innen drin eine Wanne, eine Duschwanne, wo ein 2 Meter großer Mann drin stehen kann und er hat noch ungefähr 12 cm Kopffreiheit darüber. Ja, ich sehe es auch hier schon. Hier, selbst jetzt in der Stehe vor dem Bad, habe ich locker nochmal 15, nämlich 2 Meter groß. Ja. Du hast recht. Du kannst nur unterstreichen. Und wenn du da reingehen würdest, würdest du feststellen, dass du noch genügend Platz drüber hast. Natürlich, liebe Messebesucher, geht man nicht in eine Duschtasse, ohne dass es hier geschützt ist von einem Pölsterchen oder sowas, weil man will das Fahrzeug ja möglichst neu halten. Aber ich gehe mal nach hinten bis kurz vor die Duschtasse und ich kann am Roland wieder mal sagen, er hat natürlich wieder mal recht. Ist so. Also die Wanne liegt ja etwas tiefer. Genau. Aber funktioniert das Ganze eigentlich ganz gut. Was natürlich auch viele interessiert ist, hat ein langer Mensch auch Platz in einem 6 Meter Auto bei geschlossener Badtür auf der Toilette zu sitzen? Ich kann euch eins bestätigen, ja, guckt mal, hier Toilette, hier Roland, hier Tür, hier meine langen Beine, locker. Muss ich jetzt keine Sitzprobe machen? Na, das glaubt, glaube ich, jeder. Und wenn nicht, dann fahrt ihr bei RS Reisemobile vorbei. Ich will einmal darüber und probiert das selber mal aus. Hallo. So, gegrüßt ist die Camperwelt.
So früher hast du das Murmeltier vor, das Murmeltier gegrüßt, jetzt machen wir das. Bla bla bla. Und einmal rum. Natürlich hast du jetzt auch unter dem Bett noch eine kleine Garage, in Anführungszeichen, aber der ist gar nicht so klein, der ist ziemlich groß. Wobei da hier dieses Polster ist jetzt dafür da, dass es an die an den Bereich vorne im Schlafbereich, im Sitzbereich angekoppelt wird und daraus kann man noch einen Schlafbereich machen. Ein schönes drittes Bett vor. Theoretisch wäre es auch für vier Leute im Schlaf möglich. Aber in der Regel fährst du ein 6 Meter Auto mit zwei Leuten und mal einen Enkel noch mitnehmen. Das Kind ist am Rauswachsen. Genau. Fährt nicht immer auf Dauer mit. Viele kaufen dann auch so ein Fahrzeug und sagen, ja, wir wollen das also multifamiliär benutzen. Die Kinder sollen es auch benutzen und von daher ist das auch vom Preis, sag ich mal, relativ attraktiv. Kommen Sie rein. Sie dürfen gerne reinkommen. Wir sind eh auf dem Weg nach draußen. Gucken Sie sich dieses Auto an. Und das, haben wir für Sie gemacht. Ja, genau, das habe ich mir schon sehr schön. Perfekt. Also ihr seht, es ist was los hier. Der P600 essentiell, also die essentielle Ausstattung, das was jeder braucht und will. Wir sind hier eigentlich bei der Ausführung eigentlich noch ganz gut. Wir sind jetzt hier unter 60.000. Ich schwenke mal über das Hallendach weiter, weil es gibt hier noch ein Auto, wo wir kurz die Kamera reinhalten wollten, der liebe Camper Roland und ich. Wir haben da noch was stehen, wo wir dann auch nochmal anknüpfen, aber einen kurzen Ausblick hast du hier in dem 47er. Da sitzt zwar jemand drin, aber wir halten ja nur kurz rein, wir drehen da dann das nächste Video weiter. Also was, das ist jetzt ein Sondermodell, was also jetzt vielleicht ganz interessant ist, da ist die Front in Silber, andersfarbig gehalten. Typschuss. Macht eigentlich so ein bisschen das Ganze interessanter, weil es nicht so in diesem Standardweiß ist. Genau. Was viele junge Leute wollen ja eher so statt eines vollintegrierten, eher ein teilintegriertes Fahrzeug haben, weil sie auch das Gefühl haben, das wirkt ein bisschen moderner, ein bisschen schöner. Ne? Richtig. Ansonsten ist das ein wunderbares Fahrzeug für 5 Personen geeignet. Hier schon mit 160 PS, gibt es jetzt 2020, ist Power schon auf den 160ern drauf. Genau. Läuft aber wieder 180er. Kann ich beschwören. Und innen drin, jetzt sitzen gerade Kunden. Ja, kein Problem, alles gut, wollen wir nicht stören, ist wichtig. Würden wir uns beim nächsten Mal dann auch mal das anschauen, im französischen Bett. Genau. Ähnlich wie bei dem 600er. Ja. Mit Hubbett. Auch mit der Möglichkeit, unten den Sitzbereich umzubauen, sodass ich also im Prinzip dann auch mit 5 Leuten da gut und bequem schlafe. Genau. Und damit haben wir einen wunderschönen Übergang auf das nächste Video geschaffen. Ihr schaltet wieder ein bei Camper Tobi und RS Reisemobile. Wir sind partnerschaftlich verbunden, was mich sehr freut. Entweder direkt die Homepage oder auch über meine Homepage zu finden. Wir werden uns wiedersehen. Das Frühlingsfest, erinnern wir nochmal an das Datum? Genau. 24. 25. Da wird auch gefilmt, sodass man den Leuten auch mal den Kunden ganz schön deutlich machen kann, wie es bei uns so ist. Genau. Im schönen Mülheim. Und du bist aber auch da, weil nach dir fragen die Leute dann weniger. Ich bin da. Wir sehen uns. Sicher. Und wir sehen uns natürlich dann weiter bei der Roomtour, die werden wir dann ja euch noch zeigen hier auf der Messe, auf der Reise und Camping 2020 in Essen. Also guck mal auch in Mülheim an der Ruhr. Den seht ihr nachher. Servus, tschüss, der Camper Tobi und der Camper Roland. Alles Gute. Und wir machen aufpassen, das. Aufpassen, gesund bleiben vor allem. Glaubt kein Mensch mehr, danke. Glaubt kein Mensch mehr, dass wir hier nichts einstudiert haben. Nee, also studieren geht sowieso nicht. Nee. Nur probieren geht über studieren. So ist das. Ich habe gar nicht gewusst, dass es jetzt den Ducato schon im Hintergrund als Hüpfburg gibt. Ach so. Super, oder? Aber das ist schön, da schicken wir dann immer die Kinder hin und die Leute haben hier ganz viel Zeit. Und schon sind wir raus aus dem Haus. Bis bald, der Camper Tobi und ihr habt es gehört, der Camper Roland. Aber du schneidest ja nicht, ne? Naja, ich schneide ja ganz viel, stundenlang, gar nichts. Zack, rein, raus und ciao, ciao, lasst ein Abo da und ein Like. Bis bald.